Ja, sprechen wir über die mobilen, also nachdem wir über die mobilen gesprochen haben, wollen wir jetzt über die stationären sprechen. Die waren ja heute schon bei der Begrüßung ein großes Thema. Also Sie gehen da sozusagen in einen offenen Bereich hinein, der quasi bereitet ist für Sie. Ein energieeffizientes Brennstoffzellensystem für dezentrale Anwendungen in Stadtquartieren, in Nutzgebäuden, in Industrieanlagen oder Rechenzentren. Das brennstoffflexibel und mit einem Gesamtwirkungsgrad von mehr als 85% Strom und Wärme erzeugt. Das ist das, was Bosch mit seinen SOFCs ab 2024 anbieten will. Wir hören den Director Engineering SOFC bei Bosch, Sven Steib. Sie haben das Wort. Bitte schön. Ja, vielen herzlichen Dank und herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung. Ja, wir haben ja heute früh schon im ersten Vortrag gehört, Mensch, das Thema stationär ist unterrepräsentiert hier bei uns. Da möchte ich mal einen Kontrapunkt setzen, ein Stückchen. Ich denke, Bosch ist an der Stelle sehr aktiv und möchte Ihnen was heute im Vergleich zu vielen mobilen, jetzt mal zu einer stationären Anwendung und zur SOFC was sagen. Kurze Einleitung, wer Bosch nicht kennt, können wir, glaube ich, aber relativ schnell drüber gehen. Dann auch noch mal ein Stückchen, wir haben beides im Portfolio, sowohl für mobile als auch für stationäre Anwendungen. Und dann aber ganz stark auf das Thema SOFC, SOFC auch Komponenten. Heute haben wir auch Marktplatzzulieferer, da möchte ich natürlich auch dort mal den Raum öffnen und sagen, okay, es gibt viele, viele interessante Komponenten, gerade im Balance-of-Plant-Bereich. Und dann zum Schluss ein Stück in Use Cases und Pilotprojekte reinschauen. Klar, Sie kennen, denke ich, Bosch alle im Wesentlichen, hauptsächlich natürlich Automotive-Bereich, dann aber natürlich auch der ganzen Industrietechnologie mit Bosch Rexroth, der ganze Consumer-Bereich, Waschmaschinen, Elektrowerkzeuge, E-Bike und dann das ganze Thema Energy und Building Technologies, natürlich auch mit Bosch Thermotechnik, Buderus, Junkers, also auch der ganzen Heizungstechnik und der ganzen Gebäudeausrüstung, Sicherheitstechnik und Kameras in dem Bereich. Und was uns halt in allen Bereichen ganz stark treibt als Unternehmen, ist das Thema natürlich Elektrifizierung, Energiebedarf, Elektrizität steigt enorm, wird enorm steigen in den nächsten Jahren. Dann das Thema Dekarbonisierung. Bosch ist seit 2020 ein Unternehmen komplett CO2-neutral mit all seinen 400 Standorten. Klar, das ganze Thema Wandel, Wandel im Sinne Mobilität, Transformation, im Bereich unseres Automotives-Bereich, dann ganz klare Forderungen auch in allen unseren Produkten, das Thema AIoT, also zum einen vernetzte Produkte und dann, wie können wir in alle unsere Produkte Artificial Intelligence einbauen, wenn man heute schon mehrfach die Frage von Ihnen gekommen, Herr Walter, denke ich, dass ich auch Ihnen was dazu zeigen kann und das Thema CO2-Neutralität. Da denke ich, glaube ich, kann ich relativ schnell drüber springen. Ein paar Eckdaten dazu. Das vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen zur Einordnung. Wir sind in beiden Bereichen tätig. Wir sind, so wie der Kollege von Freudenberg, ganz stark natürlich im Automotive-Bereich tätig, mit einer Brennstoffzelle etwa im Bereich bis 130 kW, also auch dort im schwerpunktmäßig in dem Bereich für Trucks. Haben da ja auch die ersten Kundenprojekte. Und das sind dann 100% Wasserstoffsysteme und dann den Bereich, den ich vertrete, das ganze Thema für die Solid Oxide Fuel Cell, also die Hochtemperatur-Brennstoffzelle, die Sie mit Wasserstoff, Biomethan und auch mit Natural Gas betreiben können. Wer vielleicht nicht so firm drin ist, also die SOFC läuft in unseren Applikationen etwa in einem Bereich 500 bis 600 Grad, also da geht es schon heiß her in Summe, wobei man auch sagen muss, das ist sicherlich auch mit einer der Durchbrüche, wer eine SOFC noch vor vielen Jahren kennengelernt hat und angeschaut hat, hat man teilweise über Temperaturen um die 800 Grad gesprochen oder 700 Grad und jeder, der sich ein bisschen mit Material beschäftigt, weiß, dass jedes Grad, wo es kühler wird, einem gut tut und das ganze Produkt einfacher und kostengünstiger macht. Über Applikationen gehe ich noch ein bisschen ein, aber auch da gab es schon eine tolle Vorlage heute im Eröffnungsvortrag, das Thema Data Center in USA und stationäre Lösungen mit Brennstoffzellen im Bereich Data Center ist sicherlich ein ganz, ganz großer Markt, den wir auch sehen, wo ein ganz starker Zug ist
und wo ein starker Bedarf ist. Wieso das so gut passt, zeige ich auch noch im Anschluss. Auch da denke ich nochmal, wir hatten das auch schon in den verschiedenen Vorträgen zuvor, die Industrie inzwischen, glaube ich, ja wirklich starke Signale. Wenn man die Investments anschaut, also Bosch wird 1 Milliarde Euro bis 2024 allein in den mobilen Bereich investieren, wird 500 Millionen in den SOFC-Bereich investieren und auch natürlich im Bereich Elektrolyse. Und in dem Bereich, sage ich mal, gehen die Unternehmen enorm rein. Also wenn man das hier anguckt, wir sind derzeit noch als kleines, klein sind wir inzwischen gar nicht mehr, als Startup-Unternehmen in Bosch, aber ich bin von Anfang an mit dabei, war also tatsächlich einer von 3, 4, 5 Mitarbeitern, der gesagt hat, Mensch, SOFC für den Bosch, das wäre doch eine coole Idee, da könnte man doch was machen. Dann unseren CEO und heute den Herrn Hartung überzeugen konnten, gib uns doch ein Stück Venture-Kapital und lass uns doch mal 2 Jahre zeigen, was möglich ist, was Richtung Markt, was Richtung Technologie möglich ist, und wurden dann tatsächlich als kleines Startup-Unternehmen komplett freigeschnitten im großen Bosch-Konzern direkt am der obersten Geschäftsführungsebene geführt, sind inzwischen 2019 mit 15 Mitarbeitern gestartet, werden Ende dieses Jahres mit den Fertigungswerken fast 700 sein. Also ein enormer Ramp-up, aber damit eigentlich aus meiner Sicht einfach auch ein ganz, ganz klares Signal in alle Richtungen. Die Unternehmen meinen es ernst, sonst würde man nicht diesen Weg gehen. Ja. Ein Stück mal ein Blick in unser aktuelles SOFC-System. Das aktuelle System, wir sind aber noch in einer Pilot-Pionierphase, hat 10 kW Nominal Power Ausgang. Und Sie hatten es schon in der Einleitung erwähnt, wir haben einen elektrischen Wirkungsgrad von 60%. Also auch heute schon, obwohl wir noch in der frühen Pilotphase sind und die 60%, wie der Kollege von Freudenberg auch schon gesagt hat, natürlich abzüglich aller Nebenverbraucher. Also das ist tatsächlich, was Sie Gas rein oder Brennstoff rein und Strom raus dann bekommen als Energiebilanz. Und bei der SOFC in vielen, vielen Applikationen halt hochinteressant. Sie haben noch eine thermische Nutzung. Sie kriegen etwa 3 kW Wärmeenergie raus. Viele Applikationen, wenn es natürlich in Wohnquartiere geht, da ist natürlich ein hohes Interesse an dem Thema Wärme da. Da passt es aber auch ganz gut mit allen Gebäudetechnikern, wenn man spricht, wird in der Zukunft der Wandel stattfinden. Auch Wohnquartiere brauchen immer weniger Wärme, aber viel, viel mehr elektrische Energie. Isolierung wird besser, Gebäude werden deutlich energetisch besser. Also da ist natürlich dieses Thema Wärme hochinteressant. Aber es gibt auch gerade im Bereich Data Center hochinteressante Lösungen, die brauchen eher Kälte, die Wärme wieder in Kälte zu wandeln und Kälte zur Verfügung zu stellen. Also an der Stelle halt dann die 85% Wirkungsgrad und hochinteressant. Wenn man einen Blick gerade für heute Marktplatzzulieferer ein kleines Stückchen in so ein SOFC-System reinschauen, ganz klar, die zentrale Komponente in dem System ist der Stack. In dem 10 kW-System heute sitzen 2 Stacks drin, also jeder der Stacks leistet etwa 5 kW. Dann haben wir ein System für die Energieeffizienz, was eine Rezirkulation hat, das heißt also nicht verwendetes Anteile des Gases werden rezirkuliert und wieder mit dem frischen Brennstoff wieder zugeführt und wiederverwendet, ein Rezirkulationsgebläse. Kann man sich vorstellen, eine spannende Herausforderung, auch im Sinne Balance of Plant Komponenten, weil man möchte natürlich irgendwo das, was so mit irgendwo knapp 600 Grad hinten aus einer Brennstoffzelle rauskommt, nicht wieder auf 50 Grad runterkühlen, sondern will dann natürlich mit einem relativ hohen Temperaturniveau fahren. Also da super spannende Themen in Richtung Komponenten, Balance of Plant Komponenten. Dann braucht man in so einem Brennstoffzellensystem einige Wärmetauscher. Man muss die Luft und das Gas auf die Temperatur bringen. Und für die Systeme, die wir aktuell einsetzen, ich werde da nachher nochmal drauf eingehen, das aktuelle System wird mit Erdgas, Biomethan oder Wasserstoffbeimischung betrieben. Brauchen Sie einen Reformer, Sie müssen also natürlich das Erdgas aufbrechen und aus dem Erdgas ein CO und ein H2 machen, das ist dem Stack zuführen können. Ein Reformer ist eine Komponente, die bei einem 100% Wasserstoffsystem dann entfallen kann und entfallen wird.
wird es dann nochmal deutlich einfacher. Ja, und dann ein Stückchen Elektronik und ein Inverter, der dann letztendlich die Spannung, die Sie gewinnen, die Leistung, die Sie gewinnen, wandelt und dem Verbraucher bereitstellt, brauchen Sie auch. Ja, vielleicht nochmal einen ganz kleinen Exkurs in dieses Thema, wieso wir denken, dass eine SOFC und stationäre Lösungen so hochinteressant sind. Das eine finde ich immer wieder faszinierend, wenn man sich oben das Thema elektrischer Wirkungsgrad 60% anschaut und das anschaut für so wirklich so ein Kleinkraftwerk. Also die 10 kW ist so groß wie ein mannhoher Kühlschrank, 1,80 Meter groß, 60 cm breit und 1 Meter tief. Und sie erreichen damit einen Wirkungsgrad von 60% oder über 60%. Und wenn man das irgendwie vergleicht mit großen Gaskraftwerken, die irgendwo so Wirkungsgrade 47% erreichen, die ja, sage ich mal, wirklich hoch optimiert sind, dann ist das halt einfach echt ein toller Schritt im Sinne Wirkungsgrad. Und wir hatten das vorhin im Sinne TCO, ist halt das Thema Wirkungsgrad mit einer der ganz, ganz wesentlichen Faktoren. Dann das Thema natürlich Emissionen ist ein Riesentreiber, auch ganz, ganz klar. Stand heute, wenn Sie natürlich mit einem Erdgas fahren, kommen Sie nicht auf CO2 null raus, das ist klar. Sie kommen aber immerhin im Vergleich zu einem Kohlekraftwerk, das ja immer noch an vielen Stellen unseren heutigen Strommix dominiert, zu einer CO2-Reduzierung von 68%. Und kommen natürlich damit mal zukünftig 100% Wasserstoff, wenn es der Wasserstoff zur Verfügung steht, zu einer komplett CO2-Neutralität. Was, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz wichtig ist, ist dieses Thema, wo auch noch ein großer Wandel stattfinden wird im Vergleich dezentrale Lösung, ist das Thema Flexibilität, was benötigt wird. Nämlich Energie schnell dort bereitstellen, dort aufstellen, wo sie benötigt wird. Also wenn Sie anschauen für große Kraftwerke, große Gaskraftwerke, Riesenzeiten für Genehmigungsverfahren, riesige Laufzeiten, solche kleinen Kraftwerke können Sie schnell und einfach aufstellen. Ich muss schon zum Ende kommen, muss ich da etwas schneller drüber gehen, weil ich möchte noch mal ein Stück für das Thema heute hier eingehen. Also was macht Bosch in dem Bereich Brennstoffzelle? Die komplette Wertschöpfungskette von der Zelle über den Stack, über die komplette Hotbox bis hin zu der Unit und dann natürlich spannend wird das Ganze nochmal im Verbund, im Cluster. Also nicht ein einzelnes Produkt, sondern in Verbindung mit 10, 15, 20 Produkten, Kleinkraftwerke, die halt hoch redundant sind. Und da sind aber teilweise natürlich Komponenten aus dem Automotive, aus dem eigenen Hause drin, aber auch viele, viele Komponenten, die mit Zulieferern zusammen entwickelt werden und integriert werden. Hier nochmal ganz wichtig, weil natürlich in Deutschland das Thema Gas ist zurzeit irgendwie Unwort, um Gottes Willen, wieso baut ihr eine SOFC mit Gas, wie kann man nur? Zwei Sachen dazu, zum einen, das ist aus unserer Wahrnehmung ein sehr stark Deutschland-Thema, also wenn man in England oder in den USA spricht, ist das kein Thema, sondern die verfolgen nach wie vor von Erdgas über Wasserstoffbeimischung zu 100% Wasserstoff. Was auch wichtig ist, unser System, was 2024, 2025 in den Markt gehen wird, wird von Anfang an so vorbereitet sein, dass der Kunde das auf ein 100% Wasserstoffsystem upgraden kann. Ja. Also das ist im Sinne Investitionsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit wichtig. Stand heute fahren wir auch in den Laboren schon die Systeme mit 100% Wasserstoff. Ja, ich glaube, wir hatten vorhin noch, dann bin ich auch am Ende, ein spannendes Thema auch bei einer SOFC, die also irgendwo wir Lebensdauer von 60.000 Stunden erreichen wollen, ist das Thema, ja, wie weist man 60.000 Stunden nach und wie kommt man dahin? Super spannend und wir haben Stand heute schon und das war auch so eine schöne Vorlage, die möchte ich nochmal nutzen, wie kann man das erproben? Man kann das nur im Real-Life-Betrieb erproben. Wir haben also Stand heute weit über 50, 60 Systeme, auch schon bei Kunden intern und extern, also auch hier bei der Telekom in Berlin stehen Anlagen im Real-Life-Betrieb, wo wir wirklich Laufzeit fahren, wo wir erproben, was passiert, wo wir absichern, dass unsere Technologie und unsere Stacks wirklich diese Lebensdauern erreichen. Und damit bin ich schon am Ende und freue mich einfach auf viele interessante Fragen jetzt oder dann gerne noch in der Pause oder wenn Sie auf uns zukommen wollen oder auf mich zukommen wollen, gerne
auch Gespräche. Also ich sag mal, gibt viel zu tun, viel zu entwickeln, Zulieferermarkt riesig zu entwickeln in dem ganzen Umfeld und viele tolle Lösungen, die man damit machen kann. Ja. Herr Steib, ganz herzlichen Dank. Ja, in der Tat. Also ich unterbreche Sie dann auch ungern, aber im Grunde genommen missionieren Sie hier die Getauften und dabei kommen so viele schöne Fragen hier rein und die möchte ich Ihnen natürlich auf jeden Fall noch stellen. Wie zum Beispiel, das ist jetzt aber nicht speziell Ihr Bereich, aber Sie haben ja auch gezeigt, dass Sie Elektrolyse machen bei Bosch. Wird bei der Elektrolyse auf PEM gesetzt oder ist SOEC auch eine Option, die verfolgt wird, also Solid Oxide Elektrolyse? Ja, okay. Also wir setzen auf beides. Ja. Wir setzen auf PEM-Elektrolyse und auf SOEC. Das ist auch irgendwie, ich glaube, so gut 3 Wochen her, wo unser CEO, der Herr Hartung, und in Baden-Württemberg der Herr Kretschmer sich getroffen haben und das Land Baden-Württemberg sich sehr stark committed hat, dort auch zu unterstützen und das zu fördern. Aber Bosch setzt auf beides. Okay. Welche Ergebnisse hat Ihr Lifecycle Assessment Analyse beziehungsweise bezüglich CO2-Fußabdruck für Brennstoffzellen? Haben Sie sowas gemacht? Wahrscheinlich, oder? Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also, muss ich echt zurückstellen. Sind sicherlich auch die Kollegen aus dem Produktmanagement tiefer drin. Ja. Für die mobile Anwendung kenne ich es tatsächlich nicht, weil bei mir der Fokus auf die stationären ist. Und für die stationären schauen wir es uns natürlich sehr stark an. Im Vergleich schon, so wie ich gezeigt habe, heute mit rein Erdgas schon im Vergleich Strommix 68% CO2-Reduzierung. Ziel muss aber ganz klar und wird ganz klar sein, auf einen 100% Wasserstoff zu kommen. Ist aber auch immer eine spannende Diskussion, wenn Sie zum Kunden fahren und das System vorstellen und dann sagen, ja, geht heute mit Wasser, heute mit Erdgas und zukünftig mit Wasserstoff. Ich will aber doch mit Wasserstoff fahren. Und dann fragt man, naja, habt ihr den Wasserstoff kostengünstig und in ausreichender Menge? Nee, schwierig, also dann doch interessant. Ja. Es wird gefragt, kann man die SOFC als Prototypen kaufen und was wird sie kosten? Ja, Sie sind herzlich eingeladen. Wir haben ein Pionierprogramm aufgesetzt, wo wir, sage ich mal, wirklich genau mit zum einen im Sinne ganz frühe Erprobung Usability wirklich externen Kunden Pilotprojekte machen. Also wenden Sie sich an uns und melden sich und sagen, Mensch, wir haben einen interessanten Use Case, wir wollen das, so eine neue Technologie muss man ganz frühzeitig gemeinsam erproben, entwickeln, ist der Input für uns wichtig. Den Verkaufspreis kann ich Ihnen nicht nennen. Ich kann Ihnen nennen, was so typisch, sage ich mal, so SOFC-Systeme, die im Markt sind, kosten. Das sind etwa so 3.000 bis 7.000 Euro pro kW, was dort erzielt wird im Markt. Das ist so die Preisspanne. Herr Steib, ich kann mich erinnern, es gab eine Menge Systeme schon, die entwickelt worden sind. MTU mit seinem Hot Module, dann hat Fuels and Energy übernommen. Es gibt natürlich auch Bloom Energy. Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt für stationäre Systeme? Die Frage ist, ob, ja, also richtiger Zeitpunkt für stationäre Systeme ist, glaube ich, weil im Rahmen der Energiewende, im Rahmen des Energiemixes einfach wir jetzt nochmal eine ganz andere Rahmensituation haben. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir, sage ich mal, nicht nur Energie, regenerative Energie in Wasserstoff konvertieren, sondern auch das wieder abrufen können und wieder in Strom konvertieren können, dann halt einfach ein extremer Mehrbedarf an Elektrizität und ich glaube halt auch dieses Thema im Sinne Reliability, dezentrale, verteilte Energieerzeugungslösungen wird einfach ein ganz klarer Treiber für die Zukunft sein. Ja. Und ich glaube, ja, wieso wird es Bosch schaffen? Vielleicht, weil es Bosch ist, oder? Vielleicht auch nochmal. Ja, also natürlich, Sie wissen, Bosch ist, sage ich mal, bekannt dafür, Komponenten in sehr, sehr hoher Qualität, in großen Stückzahlen zu einem guten marktgängigen Preis zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Und ich denke, wir haben dort einige Technologien, die halt sehr, sehr gut zu unserem Portfolio, zu unserem Know-how, zu unserer Kompetenz, zur DNA vom Unternehmen passen. Und deswegen sind wir alle so hoch überzeugt und sicher, dass es gut wird. Ja.
Herr Steib, einige Fragen sind hier zum Lastwechsel. Man sagt der SOC ja Schwierigkeiten bei Lastwechsel nach. Wie passt das zur Flexibilität? Wo stehen Sie da? Und eine andere Frage ist, wie schnell kommen Sie von 0 auf 100? Ja, also Lastwechsel ist, glaube ich, schon hochinteressant im Vergleich. Sie hatten es vorhin angesprochen, ein Bloom Energy System kann zum Beispiel nicht modulieren. Wir können modulieren 30-100%, was hochinteressant ist. Wir können heute 10% der Leistung pro Minute modulieren, werden das aber deutlich steigern. Wo es hingeht, sage ich Ihnen noch nicht. Das sage ich erst, wenn ich es gesehen habe, werden es deutlich steigern können. Stand heute ist tatsächlich, auch das ist interessant und das ist auch interessant, nochmal anfangs in dieses Thema Gremiumarbeit. Das, was heute in den Normen für die Grids drin steht, in dem Energieerzeugungsanlagen in Geschwindigkeit Energie nachschießen sollen, rauf und runter modulieren sollen, das passt noch nicht zu einer SOFC. Ja. Aber auch da sind wir sehr, sehr aktiv, sodass man also halt einfach auch im Energiemix solche neuen Energieerzeugungsanlagen berücksichtigt. Und das sieht man halt auch von all den Grid-Operatoren. Das ist ein Riesenthema, dass die natürlich im Vergleich, früher hatten wir die großen Kohle-Atomkraftwerke, die haben halt unser Netz stabilisiert und die haben unser Netz vorgegeben und die Taktung gegeben. Die werden jetzt immer weniger und immer wieder kleiner. Dann haben wir viel Photovoltaik, Windkraft. Für die gilt das nicht. Also ich kann der Photovoltaikanlage nicht sagen, so jetzt schieß mal noch plötzlich schnell 20% Leistung nach, weil im Netz wird es gerade knapp. Da wird aber natürlich eine SOFC auch nochmal hochinteressant, weil wir brauchen solche Energieerzeugungsanlagen, die in der Lage sind, zur Netzstabilisierung auch beizutragen und zu modulieren. Und da wird es im Verbund SOFC vielleicht mit Batteriespeichern oder Ähnliches hochinteressant. Ja. Herr Steib, ganz spannender Vortrag, tolle Fragen. Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde Diskussion mit Ihnen führen, aber das geht von der Zeit her nicht. Ich danke Ihnen, viel Erfolg bei der, auf dem Weg in die dezentrale Energieversorgung. Ich denke, das ist tatsächlich die Zukunft. Genau. Danke Ihnen, Herr Steib. Dankeschön.